Herzlich willkommen, ihr Bewohnerinnen und Bewohner Appalachias, zu einer weiteren Folge in Fallout 76. Euer Rocky wieder mal am Start mit einem weiteren Guide einer einzigartigen Waffe. Und ich zeige euch, warum das Blue Ridge Brandeisen die wahrscheinlich stärkste Einhand-Nahkampfwaffe im Game ist. Ich zeige euch auch natürlich, welche die besten legendären Effekte sind, die ihr haben könnt oder solltet, welche die besten Mods sind, und anschließend machen wir noch einen Praxistest, damit ihr den insane hohen Schaden mal betrachten könnt. Aber fangen wir erstmal mit den Basics an. Wo bekommt ihr dieses Brandeisen her? Ihr könnt es nicht herstellen, es gibt auch keinen Bauplan, den ihr erlernen könnt. Ihr müsst euch diese Waffe verdienen. Und zwar, indem ihr das öffentliche Event gesund und sicher erfolgreich absolviert, ist ein Event, das mit der Season 13 ins Game gekommen ist. Neben dieser Waffe habt ihr auch natürlich bei diesem Event eine Chance auf andere einzigartige Waffen, Baupläne oder Gegenstände. Und ihr seht, in Mittelberg Station findet dieses Event dann statt. Okay, genug erstmal davon. Gehen wir an die Waffenwerkbank und schauen uns die Waffe etwas genauer an. Seid ihr nun ein glücklicher Besitzer dieses Brandeisen, das ihr nebenbei auch bei anderen Spielern am Verkaufsautomaten kaufen könnt, denn diese Waffe ist ebenso wie alle anderen einzigartigen Waffen, die mit der Season 13 neu ins Spiel gekommen sind, handelbar. Finde ich gut, dass sie das gemacht haben. So haben wir dann die Möglichkeit, etwas leichter an diese einzigartige Waffe heranzukommen. Ihr seht, die Waffe hat schon vorgerollte legendäre Effekte, und zwar auf dem ersten Stern den Anstacheln-Effekt plus 100% Schaden gegen Ziele mit voller Gesundheit. Bedeutet aber nicht, dass ihr doppelt so hohen Schaden verursacht, denn dieser Schaden betrifft nur den Grundschaden dieser Waffe. Meiner Meinung nach nicht wirklich ein guter Effekt für eine Nahkampfwaffe. Aber Leute, jetzt kommt's. Der zweite und dritte Stern beinhaltet eine 40-prozentig höhere Waffengeschwindigkeit und plus 1 Stärke. Das sind mehr oder weniger die zwei besten Effekte auf dem zweiten und dritten Stern. Somit ist das meiner Meinung nach schon ein Semi-God-Roll. Natürlich würde das noch schöner oder besser aussehen, hätten wir hier den Effekt Blutbefleckt oder Antirüstung des Mutanten, alles was eigentlich konstant noch mehr Schaden bringen würde und nicht nur beim ersten Schlag bei einem Gegner mit voller Gesundheit. Falls ihr meint, okay, ich will diese Waffe neu rollen, könnt ihr das auch tatsächlich, obwohl es eine einzigartige Waffe ist. Ich würde es euch nicht wirklich empfehlen, denn wie gesagt, sind die Effekte auch so schon unglaublich gut. Und ihr werdet später beim Praxistest sehen, dass diese Waffe auch so schon extrem hohen Schaden verursacht. Wollt ihr sie trotzdem rollen, achtet darauf, dass ihr den zweiten und dritten Effekt genauso gerollt bekommt, denn diese sind, wie gesagt, die besten. Kommen wir zu den Mods. Hier haben wir tatsächlich nur eine Mod, und zwar die zusätzliche Flammendüse. Und diese solltet ihr definitiv installieren, denn die sorgt für mehr Elementarschaden, in dem Fall Brandschaden. Und ich weiß nicht, ob ihr meine letzten Videos gesehen habt. Elementarschaden hat seit dem vorletzten Update mehr Bedeutung bekommen, denn dieser verursacht nun mehr Schaden als damals. Somit macht diese Waffe echt unglaublich hohen Schaden. Ihr seht auch links, Schaden über Zeit verursacht sie auch, Brandschaden über Zeit, um genau zu sein, doch der ist wirklich sehr gering, braucht ihr gar nicht zu beachten. Auch gegen leichte oder schwache Gegner hat das kaum Auswirkungen. Gut, so viel zu den Mods und den legendären Effekten. Ich würde sagen, jetzt gucken wir uns die Waffe mal in Aktion an. Und bevor wir mit dem Praxistest starten, kurz zu den Mutationen, die ich besitze, während ich euch die Waffe vorführe. Ihr seht sie hier auf der linken Seite. Kommen wir zu den legendären Skills. Da habe ich 5 legendäre Skillkarten ausgerüstet, die meine Skillpunkte erhöhen, um einfach mehr Perk-Karten zu setzen. Wichtig wäre hier vielleicht zu sagen, legendäre Stärke macht sehr viel Sinn bei Nahkampf-Builds, denn jeder Stärkepunkt gibt euch mehr Schaden. Voller Einsatz habe ich auch noch drin für 40% mehr Schaden, wenn sie dich angreifen, wenn Gegner mich angreifen und ich mich in einem Team befinde. Jetzt kommentiere ich euch noch die wichtigsten Karten für
diesen Einhand-Nahkampfbild ist mein persönlicher Blutig-Nahkampfbild außerhalb einer Power-Rüstung, den ich benutze. Gladiator, alle drei Karten nur in Gänsefüßchen auf Rang 2. Warum? Wie gesagt, Stärkepunkte sind wichtiger als diese Perk-Karten. Die verursachen oder sorgen einfach für viel mehr Schaden als diese 15 oder 20 oder 10% mehr Grundschaden. Ja? Das solltet ihr mal im Hinterkopf behalten. Blocker wäre vielleicht auch keine schlechte Wahl, wenn ihr im Blutig-Bild spielt, um einfach 45% weniger Schaden durch Nahkampfangriffe zu erleiden. Hier die vielleicht wichtigste Karte für höheren Schaden. Wie durch Butter. Dafür ignoriert ihr 75% der Rüstung des Gegners, was insane hoch ist und somit euer Schaden auch ziemlich boostet. Kampfkünstler, gerade bei dieser Waffe, auch sehr wichtig, um höheren Schaden pro Sekunde zu verursachen, denn dadurch schwingt ihr die Waffe schneller, habt also eine 30% höhere Waffengeschwindigkeit und dann haben wir noch den legendären Effekt mit 40% höherer Waffengeschwindigkeit. Ihr werdet gleich im Praxistest sehen, durch diese Kombination, wie schnell ihr mit dieser Waffe zuschlagt. Weiter geht's, Leuchtsicht ist eher optional, damit wir 60% mehr Schaden gegen leuchtende Gegner verursachen. Dann Radical, auch im Nahkampfbild sehr, sehr hilfreich. Plus 5 Stärke bedeutet nochmal mehr Schaden. Dann, also natürlich, wenn ihr niedrige Gesundheit habt. Lebensspender, vielleicht auch im Blutig-Bild nicht schlecht für mehr Gesundheit. Fleischklopfer, auch ganz gut, denn dadurch verursachen wir 10% mehr Schaden für 10 Sekunden nach dem ersten Treffer am Gegner. Nerdfood, essentiell wichtig im Blutig-Bild. Dann haben wir noch Adrenalin. Ihr wisst ja, ist mitunter die beste Damage-Karte, die ihr ausrüsten könnt. Denn pro Kill bekommt ihr 10% mehr Schadensoutput und das kann stacken bis 60%. Dann haben wir noch Blutiger Tod für 15% mehr Schaden und ein paar Verteidigungsperk-Karten wie glücklicher Zufall flink ausgewichen, da ich wie gesagt im Blutig-Bild spiele und nicht unbedingt sterben möchte. Gut, soviel zu den legendären Skills, Perk-Karten, Mutationen. Ich würde sagen, jetzt legen wir los. Gut, und vorab zeige ich euch jetzt mal die Zuschlaggeschwindigkeit dieser Waffe. Passt mal auf. Unfassbar, oder? Und auch die starken Angriffe sind wirklich schnell. Und da werden wir schon angegriffen. Würde ich sagen, gehen wir auch gleich an den Gegner ran. Erstmal mit leichten Angriffen. 2 Schläge. Leute, achtet mal auf den Schaden. Wir haben hier Anstachen als ersten Effekt. Also viel mehr Schaden bei Gegnern mit voller Gesundheit bedeutet. Habe ich ihn getroffen? Nein. 383 und der nächste Schlag. 507 lag aber daran, dass ich den Kopf getroffen habe. Auch das vielleicht ein wichtiger Hinweis. Trefft ihr den Kopf des Gegners, verursacht ihr viel mehr Schaden. Ihr könnt dies so als kritischen Trefferschaden sehen. Gut, das war's schon. Anscheinend war hier jemand schon da. Wir hatten jetzt echt wenig Supermutanten, aber ihr habt es gesehen. 2 Schläge, also ist absolut keine Herausforderung. Gehen wir mal zur Meierlook-Königin, denn die Brandbestien ist auch absolut kein Gegner für uns. Und da haben wir auch schon eine Meierlook-Königin auf Level 100 und als Gebietsboss. Bedeutet, sie hat wirklich sehr hohe Schadensresistenzen, aber auch viel TP. Aber genau das wollen wir, denn ich möchte euch auch den Schaden pro Sekunde zeigen, den diese Waffe verursacht durch diese schnelle Zuschlaggeschwindigkeit. Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um die Meierlooks, damit wir auch etwas Adrenalin aufladen. Wir müssen auch aufpassen auf unsere Gesundheit. Wir befinden uns nicht in einer Powerrüstung und wir wissen ja, Giftschaden in diesem Game, der ist ziemlich hoch. So. Und ihr seht die Zuschlag. Übrigens schlage ich nur mit leichten Schlagangriffen zu. So, Meierlook-Königin, jetzt bist du dran. Achtet mal auf den Schaden. Nur mit leichten Angriffen. Guckt euch das mal an. Wahnsinn. So, und jetzt mit starken Angriffen.
Oh, muss aufpassen, meine Energie. So, jetzt nochmal. Schaut euch mal den Schaden an. Ah, ich habe keine. Ach so, ich habe keine AMB mehr. Aber es geht auch mit leichten Angriffen. So, und ihr seht, die Meierlook-Königin, Level 100 als Gebietsboss. Mit einer Einhand-Nahkampfwaffe. Ruckzuck gekillt. Wenn ihr dann auch so ein Bild habt wie ich mit vielen Verteidigungs-Perk-Karten, könnt ihr mit gutem Gewissen ohne Powerrüstung durch Appalachia streifen und mit dieser Einhand-Nahkampfwaffe alles killen, was euch entgegenkommt. Bitte beachtet auch, dass ich keine Buffs aktiv habe, keine Nahrungsbuffs, keine Chem-Buffs, nichts. Nehmt ihr das noch zu euch, dann könnt ihr sogar gegen Weltenbosse enorm hohen Schaden verursachen. Somit würde ich für jeden Nahkampfwaffenliebhaber diese Waffe definitiv empfehlen. Zumindest solltet ihr sie mal ausprobieren. Ist immerhin nun so die stärkste Einhand-Nahkampfwaffe. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte ein Like da lassen und Kanal abonnieren, um mich zu unterstützen. Und schreibt fleißig in die Kommentare, was ihr von dieser insane guten Waffe meiner Meinung nach haltet. Danke, euer Rocky und bis auf bald.